Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Das FIFA Kino, und das ist unser zweites Video und das erste, was ich kommentiere, also hoffe ich mal, dass ich es nicht ganz so verkacken werde. Und ich werde mich erstmal entschuldigen hier für dieses Headset, das hier ist nicht das Beste und hat auch nicht die beste Qualität. Aber wir werden mal gucken, ob wir uns in nächster Zeit mal dazu überzeugen werden, ein besseres zu kaufen. Also ich hoffe, ihr könnt alles verstehen und alles nachvollziehen, was ich so labern kann. Na gut, kommen wir zum Video. Das ist eine FIFA 15 Prognose, aber keine gewöhnliche, sondern es geht hier um Talente. Und zwar richtig junge Talente, die sind alle 15 bis 16 Jahre alt, also 4 Spieler sind es, die ich hier prognostizieren werde, und ja, das ist schon ziemlich jung, wenn man mal bedenkt, dass die jetzt Profifußballer sind, beziehungsweise werden. Und ich bin auch 15, und was bin ich? Ich bin Kreisliga B-Spieler, yeah, aber ich bin Stammspieler, nein. Ja, wie gesagt, kommen wir wieder zum Video, die werde ich jetzt mal prognostizieren und gucken, wie die so in FIFA 15 sein werden, und ich werde euch noch ein paar Infos zu den Spielern bringen. So, der erste Spieler ist Martin Ødegaard, der spielt in der ersten norwegischen Liga und ist gerade mal 15 Jahre alt. Der ist am 17.12.1998 geboren, ist somit nur irgendwie ein bisschen mehr als eine Woche älter als ich. Ja, und der spielt bei Strøms Godset IF. Ja, das ist ein mittelmäßiger Verein in der ersten norwegischen Liga. Und dort steht er auch schon unter Vertrag und hat schon einige Profispiele gemacht. Und hat auch schon ein paar Tore geschossen. Und das erste Tor, das hat er mit 15 Jahren und 4 Monaten geschossen. Somit ist er auch der jüngste Torschütze aller Zeiten in der Tippeligaen. Er ist außerdem der Sohn vom Co-Trainer von Mjøndalen IF. Das ist ein Verein in der zweiten norwegischen Liga. Somit ist es auch bekannt, dass seine Familie schon relativ fußballbegeistert ist und er ja schon quasi in den Genen hat, das Fußballspielen. Außerdem spielt er in der norwegischen U17 im Nationalteam. Okay, Norwegen ist jetzt nicht so die Fußballmetropole schlechthin aller Zeiten irgendwie, aber ich denke schon, dass er damit einer der Besten ist. Hat er, glaube ich, auch die Rückennummer 10 getragen. Im Verein, glaube ich, irgendwie die 67 müsste er getragen haben. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, könnt ihr selber mal nachgucken. Und ja, da spielt er schon in der U17, er hat da schon einige Jugendnationalmannschaften durchlaufen und war da schon relativ erfolgreich. Er hat einen Marktwert von 1,5 Millionen. Überlegt euch erstmal, der ist 15, Leute. Ich bin auch 15 und ich bin 20 Euro wert. Junge, gebt mir ein 20 und ich spiele einmal für euch. Und der kostet 1,5 Millionen. Damit kann man schon einige Familien ernähren, sage ich jetzt mal. So, dann kommen wir nur noch mal zu seiner Karte. Ich habe ihn als ZOM gemacht und mit einem 62er Rating. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, what the fuck, der ist mal wieder richtig behindert. Und ja, also das FIFA-Kino, das hat ja mal gar keine Ahnung. Aber es wurden ja auch schon im Karrieremodus einige 15- bis 16-jährige Spieler geaddet, die hatten auch 60, 61 und so. Und über Ødegaard, da gab es einen viel größeren Hype. Und ja, ich denke schon, dass er es im Gegensatz zu diesen Spielern auch verdient hat. Denn er ist relativ schnell, also ist ein typischer Spielmacher, deswegen auch auf der ZOM-Position. Aber wenn er ins Laufduell geschickt wird, dann hat er meistens auch die Oberhand, aber er ist jetzt im Vergleich zum Profifußballer natürlich nicht so extrem krass. Also er hat einen guten Schuss, guten Schuss, einen Abschluss, paar gute Weitschüsse waren dabei, auch mit links, gut aus ein paar Metern kann er gut abschließen. Er hat einige gute Pässe, die muss er auch als Spielmacher haben, weil er hat ein echt gutes Kurzpassspiel, kann sehr gute Steilpässe machen, er hat auch viele Hackenpässe gemacht und ebenfalls auch ein gutes Dribbling, das heißt, wenn ein Gegenspieler auf ihn zukommt, dann macht er auch hin und wieder mal einen Schlenker und zieht dann auch an ihm vorbei, bevor er wieder einen Pass macht. Also Defensiv- und Kopfballwerte gebe ich ihm jetzt mal nicht so viel, denn ich meine, er ist ein ZOM und er ist 15 Jahre alt, ist nicht seine Aufgabe, das zu tun, deswegen erspare ich mir das dann mal und gebe ihm ein Rating von 31 und 32. So, der nächste Spieler ist Georgios Spanoudakis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und der wird wohl vielleicht sogar manchen von euch ein Begriff sein. Vor allem vielleicht den Stuttgart-Fans, die sich ein bisschen mehr mit dem Verein befassen und wie dieser so handelt. Er spielt noch nicht offiziell beim VfB Stuttgart, aber dazu werde ich gleich ein bisschen mehr erzählen. Er ist Deutsch-Grieche und ist in Griechenland geboren, aber hat sich erstmal für die deutsche U17 entschieden, dass er da spielen wird, hat er auch schon ein paar Spiele gemacht und ist auch schon längere Zeit, aber bis er in der A-Nationalmannschaft ist, kann er sich natürlich noch umentscheiden und zur griechischen Nationalmannschaft wechseln. Gut, er hat außerdem 5 Jahre in Barcelona gespielt, mit seinen 15 Jahren ist das natürlich schon ziemlich krass, stellt euch mal vor, ihr seid ein Drittel eures Lebens einfach mal irgendwo im anderen Land und zockt ein bisschen Fußball und geht dann wieder zurück. Das ist schon, kann man ihm ein bisschen Respekt gebühren.
Außerdem gibt es da dieses große bekannte Wechseldurcheinander, wodurch er wahrscheinlich ein bisschen bekannter geworden ist. Er hat erstmal beim FC Barcelona in der Jugend gespielt, wie gerade schon gesagt. Und dann gab es auf einmal die Meldung, dass er zum FC Arsenal London wechselt. Da haben sich natürlich einige Arsenal-Fans schon gefreut und haben Welcome to Arsenal-Videos gemacht und auf YouTube so eine Compilation von seinem Können. Aber das war wohl noch gar nicht fix und auf einmal hat er auf seiner Facebook-Seite gepostet, dass er zu Stuttgart wechseln wird. Hat sein Titelbild das Stuttgart-Stadion gemacht und sich im Stuttgart-Trikot schon gepostet und so ein Kack. Aber das hat dann Freddy Bobic wiederum dementiert, dass da noch gar nichts fix sei und ja, dass er wohl ein bisschen voreilig war. Hat er auf seinen jugendlichen Leichtsinn oder so hat er das geschoben. Ich weiß gar nicht, wie er es genau gesagt hat. Außerdem ist er Linksfuß, er kann auch relativ gut mit rechts schießen, dazu werde ich aber gleich noch ein bisschen mehr sagen. Aber Linksfuß sind ja nicht die meisten und somit ist das auch eine besondere Eigenschaft, die Georgios Spanoudakis hat. So Leute, dann geht's auch weiter zu seiner Karte. Also, er ist so mit 56 etwas schlechter gewertet als der erste Spieler namens, wie hieß er noch, Martin Ødegaard, ja genau. Er ist ein ZM, kann aber auch ZOM spielen und ist Deutscher und spielt bei Stuttgart. Ich habe ihn hier im Nationaltrikot. Ja, wie gesagt, er hat ja schon U17 gespielt. Ich habe ihm 62 Pace gegeben, da er in seinen Videos hat er nicht oft den Ball oder wurde nicht oft geschickt oder so, er hat sich oft im Zentrum abgespielt und somit auch ein etwas höheres Pass-Rating mit 64. Der oft den Ball hatte, hat ihn oft verteilt, hat gute Steilpässe gespielt mit links und mit rechts und ist oft auch an Spielern vorbeigegangen mit Dribblings, hat oft Schuss angetäuscht und so, hat oft die Spieler gestickt und ja, im nötigen Moment stand er auch da und hat einen Abpraller reingeschoben, somit auch ein 54 Schuss-Rating, also jetzt nichts ganz Besonderes, aber ich denke, das hat er sich auf jeden Fall verdient. 54 ist ja auch nicht so schlecht für einen Bronzespieler, wenn wir ehrlich sind. Ja, und ZM haben bei ihm, ja, so in der Verteidigung ist ja schon etwas mehr gefordert als so ein klassischer Spielmacher. Und somit hat er 41 verdient gehabt. Er ist auch 1,85 groß und von daher 39 Kopfball ist ja auch für eine FIFA-Karte jetzt nicht, es gibt viel schlechtere, sag ich jetzt mal. Deswegen 39 mit 15 Jahren geht das, denke ich, schon klar. Nun gut, meine Freunde, dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Spieler, der ist schon 16 Jahre alt. Die ersten beiden Spieler waren ja beide 15, somit ist er hier der älteste Artgenosse. Er ist am 10.10.1997 in Kinshasa geboren, das ist in Kongo. Und er ist ja ein relativ guter Spieler und es gibt schon ein Gerücht, dass er ein Angebot von Manchester United bekommen hat, beziehungsweise dass Manchester United Interesse hat. Dazu ist auf transfermarkt.de aber keine Wahrscheinlichkeit angezeigt. Also es steht nur im Raum so, dass es da eventuell ein Interesse gibt. Nun gut, in seiner Liga hat er in 25 Spielen hat er 15 Tore gemacht, das ist wahrscheinlich dann die U17 von Florenz, da wo er spielt. Und ja, das ist, denke ich mal, auch eine ganz gute Bilanz. Er hat im Pokal noch ein paar Tore gemacht und dafür, dass er ein ZM ist und ZDM, ZOM, geht das auch, denke ich mal, ganz klar mit seiner Tor- und Vorlagen- und Spielbilanz. Erstmal ist er nur 1,70 groß, er ist ziemlich stark körperlich, aber 1,70 ist jetzt für einen 16-Jährigen nicht so krass. Ich bin jetzt 1,85 groß, 1,86 irgendwie so. Und ist jetzt nicht so, dass er jetzt der Kleinste ist, aber 1,70, ich kenne einige, die dann schon größer sind und das ist dann schon etwas außergewöhnlich. Nun, als er 14 war, er ist jetzt 16, also vor 2 Jahren ungefähr, da war sein Marktwert schon 150.000. Wie gesagt, ich bin 20 Euro wert und 150.000, das ist schon für einen 14-Jährigen echt krass. So Leute, dann kommen wir dann auch schon zu seinen Werten, beziehungsweise zu seiner Prognose. Ja, ich habe ihm 66 Pace gegeben, weil er muss jetzt nicht so viel laufen, aber als er geschickt wurde, da war es ein angemessenes Tempo. Und ganz okay, im Vergleich zu Profifußballern würde ich ihm jetzt auch nicht direkt 90 geben oder so, das ist immerhin 16 Jahre alt. Und somit 66, denke ich mal, geht das klar. Sein Schusswert ist 60, denn er haut schon viele Bälle rein, macht gute Abstauber, aber schießt doch die Elfmeter. Und ja, er macht beim Elferschießen immer so ein bisschen Spielränzchen und hält einmal an und guckt dann, welche Ecke der Torwart schießt und es geht eigentlich auch immer ganz gut. So, sein Passspiel ist für einen ZM 64 richtig gut, hat mir gefallen. Hat gute Steilpässe gespielt, hat auch lange Bälle gespielt und ja, als so Allrounder im Mittelfeld, denke ich, sollte man das dann auch können. 62 Dribbling, er geht schon einigen Spielern vorbei, wie die meisten Spieler hier, die ich hier prognostiziere. Hat auch den einen oder anderen Übersteiger auch gemacht, aber ist jetzt nicht so allerweltbewegendes, was er da gezeigt hat, dass er irgendwie so wie der Spieler, der gleich noch kommt,
irgendwie alle 2 Sekunden irgendein Rabona raushaut oder so und deswegen 62. So, seine Defensivwerte sind auch ganz okay, da er nur ein 70 ist, habe ich ihm nur 35 Kopfball gegeben. Er wird jetzt nicht so oft im Kopfball gewinnen, aber da er relativ kantig ist, geht sein Defensivwert natürlich dann auch noch hoch. So, und jetzt auf den ihr alle gewartet habt und den hier wohl alle kennen, Hachim Mastur, das Riesentalent vom AC Milan. Der ist wohl das bekannteste Fußballtalent unter 16, was es wohl so mit jemals gab. Ja, wie gesagt, 16 Jahre alt, ziemlich viel gehypt wird er und ja, der ist echt bekannt. Es gibt viele Videos von ihm, die meisten schätzen ihn schon als nächsten Weltfußballer ein, aber ich würde da nicht so voreilig sein. Außerdem hat er 2014 mit dem AC Milan schon seinen Profivertrag abgeschlossen und ja, hat er schon einige Testspiele absolviert. Da gibt es auch so ein Video, wo er schon im Training alle zerstört hat, alle durchgenommen hat. Und auch schon im Spiel, in so einem Testspiel, hat er auch schon ein bisschen seine Klasse gezeigt. Irgendwie so einen Schuss aus der Drehung, da sind die ganzen Fans schon abgegangen, so, hey, Hachim, du bist der neue Weltstar. Nein, aber da, wie gesagt, sollte man nicht zu voreilig sein. Und außerdem gibt es auch ein Video, ich glaube, das von Red Bull, die haben das gemacht. Da hat er schon mit Neymar ein paar Tricks gemacht, haben ein bisschen Ball hochgehalten und so. Und ja, das sah gar nicht mal so schlecht aus, was er da so gezeigt hat alles. Ja, kommen wir dann auch jetzt schon zu seinen Werten. 67 Pace, das geht, denke ich mal, klar, der ist schon fucking schnell. Manche meinen schon, es gibt Leute, die da sagen, ja, schon 80 Pace verdienen, aber im Vergleich zu Profifußballern, wie gesagt, sollte man sich da noch so ein bisschen zurückhalten. 72 Dribbling, das ist natürlich seine Stärke. Der zeigt auch richtig viele Tricks. Ich würde ihm auch 5 Sterne Trick geben und 4 Sterne schwacher Fuß, denn der zeigt da schon echt einiges. 61 Schießen, ja, es gibt auch einige Tore, viele Weitschüsse, sowohl mit Kraft als auch mit Gefühl. Hebt er alle dann in den Winkel rein und links unten und rechts unten. Der Torwart hat da gar keine Chance, wenn der mal abzieht, da hätte ich auch schon echt Schiss. Und 62 Passen, der spielt gute Pässe, nachdem er vor allem seine Dribblings gezeigt hat, hohe Pässe mit der Hacke durch die Beine. Also sehr verspielter Spieler, aber er ist schon berechtigt so beliebt. Er hat 32 Defending, er ist jetzt körperlich auch nicht der allerstärkste. 29 Heading, im Gegensatz zu Profifußballern, stellt euch mal vor, wie der einen Kopfball gegen Ramos bestreiten will. Der ist jetzt körperlich nicht so stark, deswegen 29 und 32 ist da, denke ich mal, schon angemessen. Ja, wie gesagt, dann bedanke ich mich jetzt auch fürs Video. Hier nochmal die Quellen, die Karten haben wir auf www.foodhead.com erstellt. Die Bilder, Genius, haben wir von Google Bilder. Und auf Transfermarkt.de haben wir die ganzen Infos, Daten und so bekommen, wie die Spieler gespielt haben und so. Ja, könnt ihr mal auf den Seiten vorbeischauen, wenn ihr ebenfalls noch Infos zu den Spielern haben wollt. Und dann hoffe ich mal, dass ihr das nächste Mal einschaltet, wenn ihr jetzt überhaupt noch da seid und mir zugehört habt und das ausgehalten habt. Das Video ist schon echt lang geworden. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Das FIFA-Kino.